Guten Abend zusammen, grüßt euch, herzlich willkommen zum Fit Mix. Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt, als ich das gelesen habe, dass der Kurs Fit Mix heißt. Mir geht 45 Minuten und wir mixen einfach mal so alles durch. Da wir von allem was machen können, werden wir auch von allem was machen. Du brauchst für heute eine Matte bitte, dazu ein Handtuch, meins liegt schon nach vorne, diesmal habe ich dran gedacht. Und was zu trinken, müsst ihr vielleicht auch noch ein Bild sehen, im Stehen siehst du. Und prinzipiell würde ich jetzt Aufwärmen machen, dann ein paar Beinübungen, ein paar Armübungen, dann gehen wir runter auf die Matte. Zum Schluss dehnen wir uns noch ein bisschen und dann haben wir die 45 Minuten schon sehr schnell wieder rumbekommen. Hoffe ich. Das sehen wir ja im ersten noch. Gut, von mir aus können wir starten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich gehe mal davon aus, du bist auch so weit. Wir gehen bitte erstmal ganz locker auf der Stelle und müssen so ein bisschen in Bewegung kommen. Dann macht man die Musik ein bisschen lauter. Wahrscheinlich hört es ja gar nichts. Lass deine Arme mal ganz locker mitschwingen. Gerne den Arm ein bisschen mehr mitschwingen, ein bisschen größere Bewegung. Und ruhig mal noch ein bisschen höher schwingen, um noch größere Bewegungen aufzubauen. Weit hochziehen, wie du kannst. Und die Arme ganz locker bewegen, schwingen nur mit. Wir gehen ein bisschen hier auf die Beine an. Knie, zieh vorne hoch. Locker zum Hoch. Ganz angenehm. Jetzt erstmal nur noch lockeres Durchbewegen. Atme noch locker. Alles gut. Und wir gehen mit wieder locker auf die Stelle. Okay. Lass deine Schulter locker mit großen Kreisen nach hinten. Kreisen. Richtung Exit. Seitlich auf Schulterhöhe hoch und kreisen auch hier. Versuch ganz kontrolliert aus der Schulter zu bewegen, nicht nur hier die Handgelenke aus dem ganzen Arm. Richtung Exit. Stillhalten und die eigene Achse drehen, bewusst in der Schulter. Du kannst auch gerne den Brustkorb ein bisschen mitnehmen, ein bisschen mehr schließen, ein bisschen mehr öffnest. Einfach nur um die Bewegung mitzunehmen. Wir halten die Arme in der Pendelziehen zur Schulter und dann den Arm wieder ausstrecken. Dann ganz bewusst die Armbeuge und Armstreckmuskulatur anspannen, anpeilen, würde ich zuerst sagen.
Hand nur auf Schulterhöhe. Ruhig ein bisschen die Schulter spüren. Und halt die Arme lang. Schön Spannung in der Schulter aufbauen. Komm in den Stand. Oberkörper richtet auf. Deine Arme schlagen ganz kurz, ganz knapp auf und ab. Auch hier bitte aus dem ganzen Arm arbeiten. Nicht nur ihr Handgelenk. Ganzer Arm. Löse deine Spannung. Mal die Arme ganz locker durchbewegen. Mal spüren, wie die Spannung im Schulter-Nackenbereich nachlässt. Kreise mal ganz locker den Handgelenk. Richtung wechselnd. Hände öffnen und schließen. Wirklich Finger spüren, jedes einzelne Fingerglied, Fingergelenk durchbewegen. Wir stehen, Hüftecken, lassen beide Füße gerade nach vorne zeigen, spannen hoch an, richten Oberkörper auf. Bewusste Bewegung, nur aus dem Oberkörper. Becken bleibt stabil, wir neigen uns nach links und nach rechts. Bleiben in der Mitte, Oberkörper, Rotation. Schau auf deine Hüfte, bleibt nach vorne zeigend. Bleibt in der Mitte, Hüfte bewegt, nach links, nach rechts. Vor und zurück, nur ganz kurz. Und ab. Rechtes Bein zieht vorne um. Bein öffnet nach außen, schließt in die Mitte. Oder zur Mitte. Auch hier nur ein paar Bewegungen, um einfach das Gelenk mal zu spüren. Um das Gelenk zu aktivieren. Bleib außen. Halte hier kurz. Ich verliere mein Gleichgewicht. Perfekt. Seite wechselt. Lockeres Öffnen. Und löse auch hier. Gut. Wir stehen wieder hüfteng. Spannen den Bauch an, richten den Oberkörper auf. Lockere, leichte Kniebeugen. Bisschen absenken, wieder nach oben schieben. Die Bewegung brauchst du jetzt nicht zu machen. Das ist nur für dich kurz. Zur Kontrolle der Bewegung. Ab hier ein bisschen durchbewegen, Kniegelenk aktivieren. Zwei Stück. Letzter. Lang oben. Aus dem Fußgelenk. Zehenspitzen hoch. Herz wieder. Fußgelenk spüren, Wade spüren. Arbeite im Wechsel. Perfekt. Wir kommen auf beiden Zehenspitzen hoch und lassen die Bewegung bisschen größer werden. Versuch ein bisschen mehr nach vorne auszurichten, ein bisschen mehr nach hinten kommen, mehr die Gewichtsverlagerung zu spüren auf die Zehenspitze oder auf die Ferse. Gut. Wir bleiben kurz oben auf den Zehenspitzen, Gleichgewicht finden, halte Stopp.
machen, Hebe. Schön das Gleichgewicht halten. Das sehr gerne wackeln. Du kannst noch ein bisschen mehr das Gewicht nach hinten verlagern. Sehr gut. Nice, zweimal locker vor und zurück wippen. Und löse kurz deine Spannung. So, trinken brauchen wir noch nicht. Breiter Stand, Füße und Knie zeigen leichter raus und nach und nach Kniebeuge. Verschiedene Varianten, Variationen. Und dann halten wir zum Schluss nur noch 2 Minuten unten in der Kniebeuge. Es wird schön. Also komm bitte in den breiten Stand. Füße und Knie zeigen leichter raus. Wir bewussten Knie nach außen öffnen. Po spüren. Grundspannung, Oberkörper ist schön gerade. Gewicht über den ganzen Fuß. Du kommst tief. Wieder hoch. Einmal ganz locker in Bewegung. Reinkommen. Hüfte hoch, ein bisschen nach hinten schieben. Dann absenken. Komm auf die Zehenspitzen mit. Also oben endet die Bewegung auf deine Zehenspitzen. Das ist schon so, was ich von dir will, wenn ich so nicht aussprechen kann. Hier. Maximal harte Spannung in den Waden aufbauen. Bleib oben. Maximale Wadenspannung. Richtig schön kräftig. Po ist auch noch spannend und Knie noch nach außen rotiert. Perfekt. Du willst auf den Zehenspitzen, kannst du die Kniebeuge wieder tief. Und tief. Und tief. Komm schon. Jawohl. An die Knie schön nach außen. Bleib schon auf den Zehenspitzen. Fersen sind maximal weit vom Boden entfernt. Achtung! Kurze, harte Phase unten. Das sind nicht die 2 Minuten. Kannst dich gleich noch drauf freuen. Denk nochmal an deine Zehenspitzen. Schön ein paar Atemspannungen aufbauen. Knie ziehen nach außen. Drück dich nach oben. Löse ganz kurz. Ganz kurz. Wieder im breiten Stand. Bleib gerne bei der Variante, dass du auf den Zehenspitzen mit hochkommst. Du kannst auch gerne mit mir die Variante 2 machen, den kleinen Sprung. Das heißt, komm tief hoch, kleiner Absatz. So wie du es dir zutraust. Erstmal ganz locker bitte. Geh auf die Knie achten. Zwei. Perfekt. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen anders. Wir kommen tief, stoppen da kurz unsere Bewegung, so du zum Stillstand kommst, von der Position, der schnell nach oben, kleiner Sprung. Okay, dann komm hier mit mir in den breiten Stand, Rumpfspannung, Oberkörper gerade, komm tief, kann ich nur eine Sprungfeder aufziehen und dann explodieren. Perfekt, tief kommen, stoppen. Wunderbar. Wenn du nicht springen magst, bleib ruhig. Die Variante mit den Zehenspitzen, das ist wunderbar.
Du entscheidest auch, wie hoch du springst. Zwei noch. Du musst wieder bewusst unten stoppen. Okay. Perfekt. Ganz kurz locker. Immer Ausfallschritt. Schauen beide Füße bitte gerade nach vorne. Druck auf den vorderen Bein, Oberkörper, straight and come down. Push yourself up. Vorderes Bein arbeitet, meine Damen und Herren. Hinterer Fuß eigentlich locker. Prinzipiell können wir den auch. Nein, können wir nicht vom Boden lösen. Bleib realistisch. Okay. Ja. Ziehen. Wir müssen nach oben schieben. Das hintere Knie. Vorne hoch. Ab jetzt bitte. Ja.
So. Gerne. Ein Ticken schneller werden. Du merkst schon, man fängt so ein bisschen an zu springen, aber. Wenn du möchtest, natürlich. Zwei Durchgänge noch. So, ich bin durch. Okay. Ganz kurz die Beine lockern. Jetzt heißt es nochmal durchatmen für dich. Ihr haltet unten 2 Minuten. Komm in den breiten Stand. Füße und Knie zeigen nach außen. Rumpfspannung. Meine Damen und Herren, in 5, in 4, in 3, in 2, in 1, komm tief. Jetzt, bitte, versuch so gut es geht, dich hier zu halten. Ich versuch's auch, aber das zieht schon ganz gut. Gerne auch noch fest in den Bauch entspannen, Oberkörper ist gerade. Nimm die Arme noch zur Seite, mit so. Falls jemand aus der Powerstunde zuschaut, du weißt, komm auf die Zehenspitzen. Alle anderen können das natürlich auch, könnten das natürlich auch sehr gerne machen, wenn sie möchten. Wenn nicht mehr geht, lockere dich kurz. Die Pause so kurz wie möglich zu halten. Bei den ganzen Übungen ist gut. Wenn die Arme auch hier zur Seite mitpasst, wie ich, versuche auch schön Spannung in den Armen aufzubauen, die Arme so lange wie möglich zu machen. Ich rede zu viel. Keine Kraft zum Atmen. 50 Sekunden. Jetzt ist die letzte Chance, wo du kurz lösen kannst. Und komm ein letztes Mal runter. Jetzt. Halte. Atme, lächle dabei. Machst du super. Ich sehe es zwar nicht, aber ich gehe fest davon aus. Denk wieder an deine Knie. Schön nach außen öffnen. Arme auf Spannung. Kann nicht mehr lange dauern. Dankeschön, löse. So, perfekt. Ganz kurz, Schluck trinken, wenn du magst. Ganz kurz. Beine lockern. 30 Sekunden. Pause müsste reichen. Okay. So. Dann steh bitte am Anfang oder am Ende von deiner Matte, je nachdem, wie du es definierst. Wir wollen auf die Matte runter. Lange Beine, Arme ganz locker hängen lassen. Komm tief mit den Armen, Oberkörper vorbeugen. Hände gehen zum Boden. Aufstützen, nach vorne wandern. Große Plankeposition. Wir halten mal ein paar Sekunden. Bauchaufspannung, Po-Aufspannung. Und wir gehen wieder zurück. Oben angekommen, geht's wieder runter. Hände. Vorwandern, schönen Druck auf den Armen spüren. Und große Planke. Schön, Spannung. Ein letztes Mal. Zurückschieben auf den Armen aus den Schultern. Einmal aufrichten. Downstairs. Going down.
Sehr. Chill dich von einem Halb. Wenn du merkst, es geht nicht mehr, komm gerne auf die Knie runter. Aber nur wenn es wirklich nicht mehr geht. Okay. Und wir lösen die Spannung. Wir bleiben auch in der Position und tätigen ein paar Liegestütze. Das ist eine sehr schöne Übung für deine Brustmuskulatur, vordere Schulter und Armstreckmuskulatur. Wir haben mehrere Varianten, die wir ausführen können. Auf die Knien, sehr gerne. Und auf den Zehenspitzen, sehr gerne. Komm in deine für dich gewählte Position, spann den Bauch an, spann den Po an. Dann lass uns mal ein paar Wiederholungen zusammen ausführen. Und hopp. Und hopp. Auf geht's. Immer noch alles gut. Achte so ein bisschen drauf, dass wenn du oben bist, die Hände sich unter den Schultern befinden. Wenn du tief gehst, sind die Hände auf Brustkorb. Das heißt, du schiebst dich so ein kleines bisschen nach vorne. Nach oben, wir müssen nach hinten schieben. Also ist ein bisschen an die für deine Schulter. Ja, komm, reicht weg. Eine neue Zahl ins Spiel. Okay. Ganz kurze Pause. So, wir variieren das Ganze ein bisschen, also für die, die möchten. Du kannst sehr gerne auf deinen Knien bleiben, du kannst gerne auf deinen Füßen bleiben oder die weitere Variante mit mir zusammen mitmachen. Wir machen eine Liegestütze, dann eine Schulter, presse Schulterstütze. Das heißt, komm mit mir zurück ins große Brett, in die große Planke, Bauch Po anspannen, einmal Liegestütze und dann reinschieben, Brustkorb geht zu den Knien und hier tief, gerade, tief. Die Arme locker. Bauchlage. Einmal hinlegen. Gott sei Dank. Okay. Ein paar Übungen mit den unteren Rücken. Kurz und knackig. Die Hände am linken und rechts in den Körper ablegen. Blick geht Richtung Boden, Richtung Matte. Brustkorb anheben. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Yes. Na bitte, ganz kontrolliert den unteren Rücken anspannen und spür mal rein in deinen Körper. Perfekt. Aber die Übung kennen schon viele. Also mal ganz angenehm zum Start. Beginnen mag. Die Arme locker an den Nasen, noch ein paar Liegestütze, immer schön. Okay. Zwei Stück. Ein letzter. Okay. Arme öffnen zur Seite. Arme ziehen seitlich hoch. Denk auch die Mitte an die Schulterblätter. Und kreise locker. Brustkorb liegt jetzt auf dem Boden. Richtungswechsel.
Muskeln lösen. Zimmer durchatmen. Okay. Arme sind zur Seite angehoben, geöffnet. Wir arbeiten wieder aus dem Brustkorb, aus dem unteren Rücken. Ziehen uns nach oben. Geht wieder tief. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Unterer Rücken. Schulterblätter ziehen zusammen. Cats.
kannst gerne bei der Variante bleiben oder auch wieder ein bisschen schwerer werden. Beide Beine gleichzeitig. Denk wieder an den Bauch. Und löse ganz kurz die Spannung. Ein bisschen die Beine auslockern. Ein bisschen durchatmen. Bleib gerne bei der Variante oder komm wieder mit. Klappmesser an der kleinen Variante. Wir schieben die Beine raus und lehnen unseren Oberkörper zurück und nicht ablehnen. Hoch, ran. Tief, tief, hoch, ran. Tief, tief, hoch, ran. Tief, tief. Das ist sehr schön. Die letzten drei Stück. Und leg dich gerne auf den Rücken. Hab deine Beine aufgestellt, die Zehen rangezogen. Die letzte Bauchübung. Feste Aufspannung. Hände gegen den Hinterkopf und den Nacken zu stützen. Aus dem Bauch. Komm gerade hoch. Jetzt rühre dich nochmal ganz bewusst. Konzentriert arbeiten. Aufspannung spüren. Atme. Schüttel nur ein bisschen die Beine aus. Und noch ein bisschen durchbewegen, ganz locker, ohne Spannung. Ja, die Beine aufstellen. Die Beine kippen nach rechts. Linker Arm ausstrecken. Schau die linke Arm hinterher. Und komm zurück zur Mitte, zur zweiten Seite. Wechsel bitte langsam zwischen beiden Positionen in deinem lockeren Tempo hin und her. Versuche ich bei jedem Mal ein bisschen weiter in Bewegung zu kommen.
Seiten ausgleichen. Und kommt zurück zur Mitte. Oder mal beide Knie zum Brustkorb ranziehen. Und mal locker die Hüfte kreisen lassen. Da wäre ich gerade fast umgekippt. Ja, schon wieder. Richtung Wechsel bitte auch hier. Löse bitte einmal. Dann bitte hinsetzen. Dieses Mal so ein bisschen, ich würde jetzt irgendwie sagen, verdreht, aber so wie man, so wie zumindest ich normal nicht sitze, dass du ein Bein vor dir hast und das zweite Bein so ein bisschen seitlich von dir. Ich möchte noch ein bisschen was für die Hüfte zu und ein bisschen Mobilität aufzubauen. Den Oberkörper bitte einmal schön aufrichten. Und gerne aber zum vorderen Fuß ein bisschen absenken. Auch hier wieder in Bewegung bleiben. Gib vor und zurück. Und versuche auch bitte hier jedes Mal ein kleines bisschen weiter zu kommen, so wie du dich wohlfühlst, wie es für dich heute machbar ist. Letzten halten wir so ein bisschen vorne, so ein bisschen wippend. Und Oberkörper wieder aufrichten. Versuchen wir schön gerade zu bleiben. Sollte das nicht klappen, stütze dich ruhig gerne mit einem Arm ein bisschen ab. Und versuche jetzt mal das hintere Bein so ein bisschen nach oben zu öffnen. Wieder nach oben öffnen. Auch hier wieder ganz klar wieder Po arbeiten muss. So eine ähnliche Spannung, wie wir eben hatten, wo wir die Kniebeuge waren, die Beine nach außen geöffnet haben. Ein letztes Mal. Perfekt. Positionswechsel. Hinteres Bein zieht dran. Vorderes Bein geht zurück. Ab hier wieder. Oberkörper schön gerade vorbeugen. Und wieder aufrichten. Locker atmen. Und jedes Mal ein kleines Stück weiter vor. Letzten bleiben wir kurz vorne, halten aber nicht, wippen dieses Mal ein bisschen und Rücken wieder aufrichten. Auch hier wieder gerne abstützen, wenn du magst, gerne auch ohne und hier hintere Bein wieder hochziehen. Spür mal rein, welche Seite besser geht. Bei mir eindeutig die andere. Zwei noch. Ein letzter. Perfekt. Nimm angenehm Platz. Richte deinen Oberkörper auf. Wir wollen noch einmal den Brustkorb öffnen. Auch hier mit der gleichen Variante, ein bisschen in Bewegung. Oberkörper richtet auf. Arme öffnen nach hinten oben.
Dieses Mal ziehen wir die Arme wippend immer wieder nach hinten. Ruhig auch ein bisschen in der Höhe variieren, dass du mal hoch gehst, mal tief mit den Armen. Immer wieder weit nach hinten führen. Und löse deine Spannung. Genau die Arme ausschütteln, die Beine ausschütteln. Und dann danke ich dir, dass du mitgemacht hast. Wer auch immer da war, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, sich ein bisschen ausbauen können. Und ansonsten, morgen früh ist, soweit ich das richtig im Blick habe, Yoga bei Devani. Eine schöne ruhige Stunde, wenn du morgen früh vielleicht Zeit hast, mach gerne mit. Ich klicke mich aus, wir sehen uns. Kamera nicht getroffen.